Freunde, heute gibt es eine Ansage an die FIFA. Vergebt bitte den Weltfußballertitel. Wer gestern die Champions League geguckt hat, es kommt übrigens nachher nochmal ein ausführlicher Talk zu den Spielen gestern, aber wer gestern die Champions League geguckt hat, einmal Lewandowski und auf der anderen Seite Messi, der weiß doch, dass dieser Weltfußballertitel in diesem Jahr vergeben werden muss. Lewandowski würde ich es gönnen, gestern an jedem Tor beteiligt. Unfassbar wieder gespielt. Die sind schon weiter, die Bayern gegen Chelsea, und trotzdem hauen die noch so einen raus und Lewandowski wieder in einer bestechenden Form. Holt Elfmeter raus, macht Elfmeter rein, Kopfballtor, legt Tore auf. Unfassbar, wie Lewandowski gespielt hat. Der Mann hätte den Ballon d'Or sowas von verdient. Deswegen, liebe FIFA, keine Ausreden mehr. Vergebt den Weltfußballertitel. Ihr müsst keine Gala machen. Wenn ihr sagt, ja, wegen Corona wollen wir keine Gala machen, okay, nehmt euch doch keiner übel. Macht sie virtuell, damit keine Ansteckungsgefahr ist, aber vergebt doch diesen Titel. Weil Lewandowski hätte ihn einfach sowas von verdient. Und selbst wenn es einige Leute sagen, Julian, Lewandowski hat ihn noch gar nicht verdient. Okay, dann gebt ihr von mir aus Messi. Vergebt ihn einfach nur. In dieser Saison wurde doch zu Ende gespielt, dann könnt ihr ihn doch auch vergeben. Messi zum Beispiel, ja, gestern wieder. Auch unfassbar. Barcelona struggelt sehr viel. Der Einzige, der Leistung zeigt, ist Messi. Auch das kann man honorieren. Ja, er fällt dreimal hin im Dribbling gefühlt, dribbelt sechs Leute dabei aber aus und schließt doch perfekt ab. Was ein Tor gestern von Messi. Und das, obwohl es bei Barca nicht läuft. Der Mann ist so wichtig, ja, und egal jetzt, ob es Lewandowski oder Messi wird. Ich sag's euch ganz ehrlich, meine subjektive Meinung ist Lewandowski. Ich würde es einfach mal einem Bayern-Spieler mal wieder gönnen, gerade Levi, weil er einfach in dieser Saison sich nochmal so krass gesteigert hat von seiner ganzen Persönlichkeit, von seiner ganzen Ausstrahlung, von seinen Toren, von seinem Spielstil. Deswegen sage ich euch ganz ehrlich, Freunde, meine Meinung ist, gebt den Weltfußballertitel erstmal überhaupt raus und dann an Lewandowski oder Messi. Ist mir da im Endeffekt egal. Ein Ticken eher würde ich Lewandowski gönnen. Ist mir aber egal. Hauptsache, ihr vergebt ihn. Ihn komplett abzusagen, finde ich scheiße. Auch Frost Football mit Ballon d'Or. Auch da wäre meine Bitte, macht's doch. Gerne virtuell oder irgendwie, dass dann keine Ansteckungsgefahr ist. Aber vergebt diesen Titel, weil es gibt wirklich überragende Fußballer in diesem Jahr und die hätten es verdient. Wie zum Beispiel an Lewandowski. Was eure Meinung, schreibt sie in die Kommentare, und ich brauche eure Hilfe, und zwar für ein kommendes Video. Und zwar werde ich ein Video machen mit einigen Spielern, einigen Top-Spielern, die 2020 noch kein einziges Tor geschossen haben. Kennt ihr da einige? Schreibt sie mir mal bitte in die Kommentare, wer 2020, also nicht in der ganzen Saison, nur in diesem Jahr noch kein Tor geschossen hat. Wer gehört dazu? Ich weiß nicht, Bale vielleicht? Ich muss selber nochmal nachgucken, recherchiere ich auch selber nochmal. Aber wenn ihr welche kennt, schreibt sie in die Kommentare, Top-Spieler, die noch kein Tor geschossen haben 2020. Ansonsten klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Ronaldos Schwester hat gegen Juve ausgeteilt. Was war da los? Klickt in die Mitte, findet es raus, wir sind später wieder und denkt, haltet den Ball richtig flach.